Ich habe es ja schon öfter gesagt. Eigentlich habe ich immer gedacht, 1,30 Meter, 60er, 65, da ist eine Menge Platz für so kleine Fische wie auch Zwergbuntbarsche. Die sollten doch eigentlich hier sich aus dem Weg gehen können. Ja, genau so wie das eben alle anderen Bewohner auch machen. Hier die Loricaria, die Zügelstrich-Hexenwälse, die L333, die sind auch friedlich miteinander. Und wenn es mal ein bisschen Zoff gibt, dann verkrümelt sich einer nach links, der andere nach rechts. Aber grundsätzlich haben die irgendwie ja, keinen großen Stress. Höchstens es gibt Futter. Ja, und dann kann es schon mal sein, dass sie sich irgendwie um so eine Futtertablette ein bisschen prügeln. Ja, die Equis, die sind sowieso furchtbar harmlos, ja, die sind ja die Liebenswürdigkeit in Person, die können also keinem anderen irgendwas. Ja, was hat so ein paar echte Zicken hier? Ah, da hinten der Dicrossus maculatus. Nee, das ist eigentlich auch ein friedlicher. Höchstens er hat Nachwuchs und Eier gelegt. Dann wird er zum Tier, dann legt er sich auch mit den Ramirezis an. Aber wo sind sie denn, die Kameraden, die so ständig im Clinch miteinander liegen? Nee, die Neon sind es nicht. Die sind immer schön zusammen als Gruppe, ziehen sie von rechts nach links, so wie man sich das wünscht. Ja, die Kameraden hier oben, die haben schon so alle ihr 5 bis 8 cm Territorium und wenn da einer ein bisschen zu nah kommt, dann können die auch mal zicken, aber das läuft eigentlich relativ friedlich bei denen. Sehen wir nochmal diesen schönen Glanz, wenn das Licht in einem gewissen Winkel steht, dann kriegen die wirklich so einen tollen goldenen Streifen und die Glanzschuppen sind nochmal so richtig drauf. Ja, ich will euch zeigen die Anfänge dieses Beckens. Hier sehen wir noch den Bakterienrasen und es geht heute um diese zwei Kollegen. Apistogramma trifasciata. Und zwar sehen wir hier Papa und Sohnemann. Hinten der Papa, vorne der Sohnemann. Und der Papa hat den ganzen lieben langen Tag nichts anderes zu tun, wie entweder ein Weibchen zu suchen oder den Sohnemann von einer Beckenhälfte zur nächsten zu jagen. Und diese Aufnahmen sind jetzt ein halbes Jahr ungefähr alt und da sind die Kräfteverhältnisse auch noch ganz klar verteilt. Ja, der Junior hat also nichts zu melden. Wenn der Papa die Flossen stellt, dann hat Sohnemann zu kuschen und zu gucken, dass er das Weite findet. Ja, 1,30 Meter genügt da anscheinend nicht. So muss man immer hin und her und hin und her. Und jetzt habe ich gestern Abend Folgendes entdeckt. Das erste Mal muckt der Sohnemann so richtig auf und stellt sich den Drohungen des Papas entgegen. Wir sehen, er ist noch nicht ganz so prächtig ausgefärbt. Diese schöne rote Kamm da hinten oben beim Papa, da kommt er noch nicht so ganz mit, aber er lässt sich's nicht mehr bieten. Er bietet dem Vater die Stirn und sagt, hey Alter, wenn du mich produzierst, werde ich ganz schön attraktiv. Und das hat mich wirklich also sehr, sehr begeistert. Er hat jetzt ein Alter und eine Größe erreicht, wo er sich das trauen kann. Und der Vater ist auch sichtlich beeindruckt. Man merkt, er kann mit der neuen Situation nicht so richtig umgehen. Er zieht sich immer wieder kurz zurück, dann denkt er, Moment, das läuft doch aber eigentlich ganz anders. Und dann sucht er wieder den Kontakt und die Nähe und dieses laterale Drohen, dieses seitliche, die Schwanzschläge, ja, alle Flossen weit gespreizt, um zu zeigen, ja, ich bin doch größer wie du. Und er fordert irgendwie da den ja, erfahrungsgemäßen
Unterwürfigkeitsgedöns fordert er ein, er kriegt es aber nicht mehr. Ja, vorher hat es immer genügt, mal kurz die Flossen zu stellen, zwei, dreimal Schwanz zu schlagen. Dann ist der Sohnemann abgeflitzt und jetzt hier sehen wir eine Wendung, wo das nicht mehr funktioniert. Und da habe ich gestern 1,5 Stunden damit verbracht, den Zweien zuzuschauen. Und es sind meine absoluten Lieblings-Apistogrammas. Und ich glaube, ihr könnt jetzt nach den Bildern auch verstehen, warum. Diese torpedomäßige Körperform, dieses Grazile und vor allem eben die Beflossung, ja, lang ausgezogene Brustflossen unten und dieser wunderschön lang ausgezogene Flossenstrahl in Rot, ja, und dazu dann noch diese türkisblaue, stahlblaue Beschuppung, die, wenn das Licht richtig drauf fällt, wunderschön glänzt. Also für mich gibt es keine schöneren, da habe ich mich festgelegt und ja, die habe ich nachgezogen, das sind eigene Nachzuchten, der Vater und der Sohn sind eigene Nachzuchten und ich kriege richtig Lust, da mal wieder ranzugehen und die wieder mal zu vermehren. Weibchen ist im Becken, aber noch relativ jung. Ich lasse euch einfach mit diesen Aufnahmen ein bisschen allein und teilweise ging es recht ruppig zur Sache und da habe ich mir überlegt, hui, wenn das jetzt anhält und ein Dauerstress wird, ist es natürlich nicht gesund. Da muss ich ein bisschen beobachten, ich habe noch die Möglichkeit, die zwei zu separieren und vielleicht setze ich den Papa auch einfach mal wieder zur Zucht an, so hat der Sohnemann ein bisschen Ruhe und dann kann man da das nochmal eine Weile laufen lassen. Ja, ich habe einen Tag später nochmal reingeguckt und ja, weder irgendwelche Flossen noch sonstige Schäden entdeckt. Also es bleibt doch viel beim Drohen. Ja, ich lasse euch mal kurz die Aufnahmen nochmal genießen, ohne dass ich da groß was kommentieren muss. Und dann sehen wir auch gleich nochmal den Grund, warum die plötzlich so rumstressen. Ja, ihr seht, dass die Vehemenz zunimmt. Ja, es wird nicht mehr nur gedroht, sondern auch ein bisschen angegriffen und gebissen. Und jetzt sehen wir im Hintergrund, das ist der Grund, warum hier die zwei Stress kriegen. Die Dame hat ihr Hochzeitsgewand angezogen, schimmert wunderschön gelb. Und das, glaube ich, ist der Grund, warum die Männer in Stress miteinander gekommen sind. Jetzt sehen wir einfach noch ein paar Aufnahmen, also fototechnischer Art, die nochmal die ganzen Szenen nochmal widerspiegeln. Und das sage ich auch mal wieder tschüss. Natürlich nicht ohne zu erwähnen, dass ich mich riesig über Abo, über Kommentare, Likes und so weiter freue. Ja, viel Spaß noch mit den Aufnahmen und bis zum nächsten Video.